Dann kuscheln wir schlafen gehen. Ich glaube, hier vorne ist auch irgendwo der Höhleneingang, wo man den Kobbel farmen könnte, wenn man zu wenig hat. Auf jeden Fall müssen wir es gut ausleuchten, siehst du selber. Hier sind super viele Monster. Ja, ich bin ein kleiner Zombie und geh dir auf den Pipi-Mann. Sagen, hier war doch auch eine Hexe. Olle. Oh, stirb doch. Was war das jetzt? Ich will mir TS3 fürs Handy holen. Mir fehlt aber 1,50 €. Ich habe nur 14 Cent. TeamSpeak fürs Handy? Kostet das was? War das nicht eine Zeit lang sogar mal umsonst, TeamSpeak 3? Das verlangen die mittlerweile auch Kohle dafür. Das ist schon krass. So, jetzt heißt es hier überall Erde noch rein. Ich habe gestern erfahren, es gibt wohl auch eine Klickseite, wo man, wenn die Leute draufklicken, PayPal-Guthaben bekommt. Dauert zwar länger, es gibt aber so ein Affiliate-Zusatz, wo du das Ganze beschleunigen kannst und Zusatzvergütung bekommst, wenn du halt Leute, die das gleiche benutzen, auf deine Seite ziehst. Boah, 1,69, das ist der Hammer. Kannst du sehen, wie lange ich den TeamSpeak schon fürs Handy habe. Ich habe das sowohl fürs iPhone, wie auch für diese Android-Handys, die ich jetzt ja extremer benutze. Und da war das bisher immer umsonst gewesen. Das ist schon Hammer. Das ist echt schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Kaputt. Stellen wir da unten nochmal eine Crafting-Box hin. Ja, mit Schrägstrich-Back kannst du dich direkt wieder dahin beamen, wo du gestorben bist. Kannst deine Sachen direkt wiederholen. So. Das ein bisschen anpassen. Ganz
so ein bisschen dem Berg entsprechend wird. Das hier kann auch weg. So. Ja, ich habe hier einen Platz. Ich bin gerade hier am Anpassen schon ein bisschen. Zwar, ich weiß nicht, ob du weißt, wo es Richtung zu diesem Mittelpunkt, also zum Nullpunkt geht. Da habe ich diesen Turm dahingestellt. Und das ist kurz bevor, dass man abbiegt, geht man über den Fluss. Da habe ich vor, das hinzustellen. So. Hier bin ich gerade dabei, Erde dran zu klatschen und zu machen und zu tun. Und hier will ich das halt hinhaben. Ich will das bis auf die Fläche hier anpassen. Beziehungsweise, das soll ich auch zumachen, dann kann man hier die Fläche als Holzboden. Ich denke mal, dass wir Holzboden machen. Ja, das ist dann ungefähr... Dass wir hier praktisch den Boden reinmachen. Man muss halt nur gucken, wie groß wir das machen und wie weitgehend und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal hier ein endgültiges Endcap hinsetzen. Groß das im Endeffekt werden soll, werden kann, wie auch immer. Das hebe ich dann aus. Und den Rest, den passen wir einfach mit Erde an. Aber das mache ich erst zu. Kisten habe ich ein bisschen weiter unten am Fluss. Habe ich eine Kiste hingestellt, wo du ein bisschen was reintun kannst. Ich kann nachher noch ein paar mehr machen. Ich muss nachher Holz farmen. So. Brauche ich ja eh noch hier. Den Berg können wir auch noch ein bisschen weg cutten. Was sind denn Hopper? Ich habe keine Ahnung, was Hopper sind. Wie gesagt, so intensiv kenne ich mich mit den Begriffen nicht aus, was Minecraft angeht. Ach,
Trichter, ja, da müssen wir Eisen für farmen gehen. Eisen, aber wozu Trichter? Wenn wir das in dem System machen wollen mit, dass wir einfach Kiste dahinstellen mit Schilder dran. Das mit dem Trichtersystem, das wollten wir ja machen für, sag ich mal, große Baustellen, dass man dahin irgendwie transportieren kann, wenn man Material zu viel hat. Dahin klatschen. Hoppala. So, und dann würde ich sagen, bis hierhin. Dann geht das hier so lang. Haben wir hier eine große Stelle für einen großen Supermarkt, sage ich einfach mal. Das will ich doch gucken. Ich weiß nicht genau, wie viel es werden, aber es werden, glaube ich, eine Menge. Okay, bis hierhin. Okay, jetzt muss ich die ganzen Steine hier noch wegkloppen. Okay, hier vorne geht es noch um die Ecke. Ne, hier geht es schon um die Ecke, verdammt. Wieder, Mann, Megaprojekt werden. So, jetzt packe ich ja meine Superschaufel gleich aus. Da vorne haben wir ja die Kiste, dann packe ich mal ein paar Items da rein. Das kann hier rein, das kann hier rein. Das ganze Gerümpels auch erstmal. Scheiß drauf. Und hier muss ich ja noch eine Schicht vorne dran machen. Wenigstens so ein bisschen noch nach was aussieht. So, dann geht da der Weg hoch. Okay. Yo, hi Creeper. So, Superschaufel, wo bist du? Da oben.
Hoppala. Das passe ich später noch an. Oh, wer ist wieder voll? Romer ist wieder voll. Leco mio, ey. Ich mal kurz hier alles mit der Schaufel bearbeiten und dann kümmere ich mich um den Rest. Ich bin schon wieder voll, krass. Da denke ich mal kurz home. Das muss ja jetzt sein, ey. So, Erde, 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 hier hinten. Erde, 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 Erde. Dann hatten wir hier die ganzen Adesit und keine Ahnung was. Grünzeug können wir auch hier schon mal reintun. Ja, ja, scheiß Skelette, hier geben wir auf den Sack. Wow! Krasser Scheiß. Oh, hier ist eine Höhle. Nee, das war Kohle. Müssen wir auch zumachen. So, dann haben wir das auch zu. Jetzt kümmere ich mich hier nur noch um Cobblestone. Wurde das nämlich auch hier angepasst? Ja, was denn? Auch schon ziehen. Die Umrandung können wir eigentlich komplett aus Cobblestone machen. Also einmal diesen, den Innenraum dann aus Holz, den Rand aber aus Cobblestone, weil der Rand ja eh eine Cobblestone-Schicht nach oben geht. Na, wo bist du denn?